Einen guten Tag. Ich bin's, Nummer 5, Fußdiagnose. Ich hoffe, dieses Barfußlaufen über dieses frühlingshafte Wochenende hat euch zu Versuchen verleitet und ihr seid ein bisschen in die Ruhe gekommen. Barfußlaufen macht ruhig. Versprochen. Wirklich, es beruhigt in dem Sinn, dass der ganze Körper eine Zeit bekommt, wo er sich beruhigen kann. Und zwar, ihr wisst, ich habe das jetzt da schnell mal aufgemalt, um das besser zu erklären, weil irgendwie die Akrobatik, dass ich da meine eigenen Füße in die Kamera halten kann, ist ziemlich schwierig. Glaub mir, ich habe es probiert. Also, ein gesunder Fuß, wenn das die Fußsohle ist, der steht ganz sicher hier mal auf dem Fersenbereich. Das ist auch ganz wichtig. Aber genauso wichtig für einen gesunden Fuß ist der Ballenbereich des großen Zehen und der Ballenbereich des kleinen Zehen. Also wenn ihr da so ein Dreieck habt, dann ist euer Stand im Leben, im Fuß, für diesen Körper ziemlich gut. Also das heißt, ich würde euch wirklich raten, probiert das aus. Schreibt vielleicht auch auf einen großen Block oder nehmt zwei A4 Blätter, damit ihr beide Füße mal so richtig an den Boden bringt. Und dann wäre es, wie man es beim Yoga natürlich auch lernt, dass ihr mit dem Ballen, und zwar fast ein bisschen, probiert das mal aus, wenn jetzt es der kleine Zeh wäre, der kleine Finger, dass ihr so abrollt, dass ihr fast von außen zuerst den kleinen Zeh abrollt, dann guten Stand findet auf dem Großzehenbein und dann erst die Ferse an den Boden tut. Das sieht aus wie Eierlaufen, passt zu vergangenen Ostertagen. Aber was ich euch raten möchte, ist einen langsamen Gang anzutrainieren. Keine Angst, der wird dann mit der Zeit schon schneller. Aber der Witz ist, wenn das jetzt der Fuß wäre und ihr legt, jetzt muss ich fast den linken zuerst zeigen, ihr legt mit dem kleinen Zeh zuerst so ab, faltet dann zum Großzeh hin und dann kommt erst die Ferse an den Boden. Das ist nicht Schmidtchen Schleicher, wie viele Holo geschrieben haben, sondern das ist ein langsames Vorgehen, das euren Körper durch und durch massiert. Es ist wie eine Fußreflexzonen-Anschubsmethode, dass ihr eigentlich eure Wirbelsäule begradigt. Die ist an der Außenkante des kleinen Zehs. Durch das langsame Gehen wird der Rücken gerade ein bisschen massiert. Durch das zweite Impuls hier beim Großzeh hinlegen. Ihr wisst, im Kopf, im großen Zeh, habe ich schon verraten, ist der Kopfbereich, der Halsbereich, die Schilddrüse, kommt alles mit dazu. Also in diesem bewusstsamen Ablegen des Fußes am Boden ist das schon mal eine genauso liebevolle Hinlegung. Wirbelsäule, Kopf und dann erst auf die Ferse. Und wenn man das jetzt zeitlupenmäßig probiert, dann kommt man ziemlich schnell in seine eigene innere Atmung. Der Kreislauf wird beruhigt, dieses Parasympathikus, Sympathikus, Training wird wirklich sanfter und leiser. Und das würde ich uns allen so wünschen. Dann habt ihr auch nicht Probleme mit pieksigen Sachen. Ihr tretet nicht auf Scherben, weil ihr macht diese bewusste, langsame Übung. Und massiert durch das wieder, wie wir es in dem letzten Video gelernt haben, den ganzen Körper. Und das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist und essentiell verloren geht, leider in zu engen Schuhen, zu starren Fußsohlen, wenn ihr Schuhe trägt. Und das müsste nicht sein. Da geht so viel in die Heilung, back to nature, wenn ihr barfuß läuft. Und auch bitte alle, die Inlagen, Inlays, Schuheinlagen tragen,
Für die ist es genauso wichtig, jeden Tag eine Turnstunde barfuß zu gehen und vielleicht Stückchen für Stückchen sich bewusst zu werden, in welcher Lebensphase war ich, wo man mir Fußeinlagen verschrieben hat. Was ist da erstarrt? Wieso brauchte ich von außen einen Schubs, dass mein Fuß halbwegs wieder gut läuft? Das ist nämlich immer an diese Zeit der Probleme geprägt. Und wenn ihr jetzt Einlagen tragt, die 2, 3 Jahre alt sind, dann würde ich euch warnen. Das ist nämlich genau das Problem. Ihr seid in dem Schocksystem von früher, von damals, wo die Einlagen angepasst wurden. Und deshalb tut euch jetzt das Barfußlaufen weh. Und ich meine nicht schnell laufen und ich meine nicht den ganzen Tag barfuß laufen, sondern kommt zurück, übt vielleicht Tauntreten, wenn ihr die Glücklichen seid, die vor der Tür gleich einen Garten habt am Morgen, egal welche Kälte. Das ist nach Pfarrer Kneipp wie ein kleines Schocksystem. Und je mehr ihr wieder barfüßig, achtsam und bitte langsam läuft, kommt ihr Stück für Stück zurück in euren Gang, der eurem Leben entspricht. Und ihr könnt auch die Einlagen ablegen, weil ihr ja heute in einer neuen Zeit seid, etwas Neues lernt, euren Fuß entlastet und gar nicht mehr ins alte Schocksystem zurückgehen müsst. Jetzt bin ich schon bei 16 Minuten. Dabei wollte ich heute etwas ganz anderes beibringen. Ich wollte euch schon den Einstieg machen auf die 10 Themen. Aber die nehmen wir jetzt morgen durch, sonst ist es zu viel. Also, barfuß, bitte, bitte, so oft wie ihr könnt. Und sonst nehmt Socken mit Anti-Rutsch-Ding, das ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber schon das Beste als starre Schuhe oder viel Sachen. Und einige von euch haben auch geschrieben, Rita, ich habe dich gesehen in hohen Schuhen mit großen Absätzen. Oh ja, ich liebe schöne Schuhe. Und eine Freundin von mir hat das Schuhorakel geschrieben, die Birgit Faschinger-Reitsam, die Draufgängerin nennt sie sich. Wir haben auch zusammen Kurse geplant. Ich liebe Schuhe, sie auch, aber nicht den ganzen Tag. Wenn ich schöne Schuhe trage, trage ich die zu einem Event, zu einem Meeting. Und oft hat man mich schon gesehen von großen Veranstaltungen rausgehen. Ich trage meine schönen Schuhe in der Hand und laufe ganz genüsslich barfuß durch die Leute, beantworte noch Fragen. Natürlich dann auch vermehrt Fragen zum Barfußlaufen, wenn man mich so ertappt. Aber mir macht es Spaß. Ein schönes Kleid ist gerne mit einem schönen Schuh unterwegs und das genieße ich auch. Aber ich trage nie einen Schuh den ganzen Tag. Einfach nicht. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich halt eine Tasche mehr mit und da sind andere Schuhe drin, damit ich wechseln kann. Oder in Großstädten trage ich dann halt Flipflops, anstatt barfuß zu gehen und eine halbe Stunde aufzuwenden, nachher die Füße zu putzen. Also das wären so die kleinen Tricks, die eine Frau, aber auch ein Mann jederzeit anwenden darf, wenn das Barfußgehen zu exotisch, zu esoterisch wirken würde. Der Alltag lässt sich steuern, es lässt sich lösen. Wir sind gefordert, die eigenen Lösungen für euren Lebensweg in eurem Leben zu finden. Ich habe meine so gefunden und deshalb habe ich es jetzt euch erzählt. Also, bis morgen. Morgen nehmen die 10 Themen durch. Tschüss.